Der Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, hat via der Online-Plattform Twitter seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur verkündet. Allerdings geriet seine Online-Bewerbung zu einem peinlichen Fiasko, denn technische Probleme verhagelten dem rechten Hardliner den Start. Eigentlich wollte der Republikaner seinen Einstieg in das Präsidentenrennen 2024 in einem Live-Gespräch mit Twitter-Chef Elon Musk verkünden. Doch das System brach mehrfach zusammen. Erst nach einer chaotischen halben Stunde konnte der 44-Jährige sprechen. DeSantis zeigte sich gewohnt kämpferisch und verkaufte die technische Panne als Erfolg. Der große Ansturm von Internetnutzern sei Zeichen der Begeisterung für seine Kandidatur, sagte der ehrgeizige Politiker später dem rechten Nachrichtensender Fox News. Der derzeitige Amtsinhaber Joe Biden twitterte als Reaktion einen Link zu einer Website für Wahlkampfspenden für sich mit dem Hinweis, dieser Link funktioniert. Ex-Präsident Donald Trump, den DeSantis bei den Republikaner-Vorwahlen im kommenden Jahr besiegen muss, unkte auf seiner Online-Plattform Truth Social: Mein roter Knopf ist größer, besser, stärker und er funktioniert. DeSantis kämpft derzeit gegen schlechte Umfragewerte. Nur 21% befürworten in den USA eine Präsidentschaftskandidatur des Hardliners. Damit beträgt der Abstand zu seinem einstigen Förderer Trump mehr als 30 Punkte.